Guten Tag zusammen. Ich mache heute einfach mal den Kindheitstag. Ich bin getaggt worden, und zwar von Beauty Dynamite. Und ja, das schon vor einiger Zeit. Und ja, jetzt machen wir den mal. Beim letzten Mal hat meine Kamera aufgegeben, als ich den drehen wollte. Das hört sich so an, als wenn mein Hund die Hausaufgaben gefressen hätte. Ist aber leider wahr. Nein, er hat nicht die Hausaufgaben gefressen, sondern mir ist der Akku verreckt letztes Mal. Deswegen mache ich jetzt den Tag. 7 Punkte hat dieser Tag. Es ging um Sachen um die Kindheit. Lieblingsgetränk damals. Lieblingsgetränk als Kind. Ich kann mich ehrlich gesagt nicht wirklich an irgendein richtiges Lieblingsgetränk oder so erinnern. Da gab es eigentlich nichts Spezielles. Ich habe gern mal Milch getrunken oder auch mal einen Kakao, Tee. Klar, auch Brause, logisch, gab es auch. Diese kleinen Trinkpäckchen habe ich nie gemocht. Schon kommt ein Anruf. So, vielleicht kann ich ja jetzt weiter drehen. Ich glaube, irgendwie hat das Karma was gegen diesen Tag. Warum auch immer. Nun denn, Lieblingsgetränk hatte ich, wie gesagt, nicht. Es gab diese kleinen, ich hatte ein Hassgetränk, es gab diese kleinen Tetrapacks, diese ganz kleinen Trinkpäckchen, die man in der Schule mit hatte, mit Orange. Bäh, ich hab's gehasst. Ich mochte die kleinen viereckigen nicht. Ich konnte sie nicht ausstehen. Capri-Sonne mochte ich, mag ich heute noch. Aber diese kleinen... Es ist nicht wahr. Ich krieg diesen Tag nie fertig. Ich sollte den Stecker ziehen, dass jetzt keiner mehr anruft. Mal gucken. So. Ich fange jetzt nicht nochmal mit dem Lieblingsgetränk an. Kommen wir zum Lieblingsessen. Lieblingsessen als Kind. Was ich mochte, war einmal täglich auf ein Brötchen Nutella. Ein halbes Brötchen mit Nutella, das musste sein. Für all diejenigen, die jetzt meinen, ah, deswegen bist du so fett. Nein, Quatsch. Blödsinn. Ich habe zu der Zeit totales Normalgewicht gehabt. Dann, was habe ich denn noch gern gegessen? Wie auch heute noch ganz gerne ein Kotelett mit Spargel und Kartoffeln. Das mochte ich damals schon, mag ich heute auch noch. Ich mochte, was mochte ich denn noch ganz gern zu der Zeit? Mal überlegen. Gab es irgendwas? Oh, es gab früher, das war im Urlaub so geil, da gab es so kleine Tütchen. Die hast du dir gekauft, so eine Süßigkeit. Und wenn du die in den Mund geschüttet hast, dann haben die da drin explodiert und hast du nicht. Die fand ich cool. Die haben geschmeckt, die waren lecker. Die haben wir in dem einen Urlaub das eine Jahr sehr viel gegessen. Das war lecker. Ansonsten, ja, ich mochte damals auch Jogurette ganz gern. Heute kann ich es irgendwie nicht mehr sehen. Und was habe ich denn noch ganz gern gegessen? Es gab, wir hatten mal so einen, im Urlaub, da war jemand, der hat lauter so kleine Fische gefangen. Und dann wurden die, ich weiß gar nicht, ob die frittiert haben oder ob sie die gegrillt haben. Ich glaube, die haben die gegrillt. Dann hat man nur noch Schwanz und Kopf ab und konnte die dann so essen. Das schmeckte unheimlich gut. Das war damals echt lecker. Genauso Wiener Schnitzel, mag ich heute noch gerne. Es gab damals so einen Wurstsalat, unheimlich lecker. Den habe ich irgendwann so mit 15 ganz gern gegessen. Aber auch immer nur im Urlaub, komischerweise. Ansonsten, was habe ich denn so im Alltag noch ganz gern gegessen? So spezielles Kindergericht oder so? Ja, meine Mutter hat Karotten kleingeschnitten. Und dann in einer Mehlschwitze eine Soße draus gemacht. Das dann mit Kartoffelbrei und ich weiß gar nicht, was es noch dazu gab. Keine Ahnung. Kartoffelbrei, dieses Möhrchengemüse. Keine Ahnung, was es noch dazu gab. Aber das schmeckte immer sehr, sehr lecker. Und natürlich den Puter an Weihnachten. Den mag ich aber heute auch noch. So spezielle Kindergerichte gab es da eigentlich so nicht.
Man hat sich mal eine bunte Tüte gekauft, aber ganz ehrlich, so wirklich habe ich die nie richtig gemocht und habe das auch nicht oft gemacht. Hat mir einfach nicht so zugesagt. Gab es nicht irgendwas Spezielles, wo ich mal total den Hype drauf hatte oder so? Nö. Gab's nicht. Am besten war immer eine Semmel auf der Hand und dann zwei Scheiben Extrawurst drauf. Und Conny flitzte wieder weg und war weg und verschwand in den Weiten des Campingplatzes und ward nicht mehr gesehen. Sozusagen. Lieblingsspielzeug als Kind. Mal überlegen. Lieblingsspielzeug. Mein Fahrrad. Mein Fahrrad war ständig in Benutzung. Bin ständig Fahrrad gefahren. Auf dem Campingplatz sowieso. Fahrrad, Conny war weg. Dann habe ich zu Hause mit dem C64 gespielt, später mit dem Amiga. Das heißt, ich hatte schon früh mit Spielekonsolen, Computer zu tun. Hatte dann mit, ich glaube, 14, 15 meinen ersten 286er oder so, oder 186er habe ich sogar mit angefangen. War, glaube ich, sogar mit 14, ja. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Und habe noch auf Windows 11 dann die ersten Sachen gemacht. Da gab es Kartenspiele. Commander Keen habe ich unheimlich gern gespielt damals. Keen 4, 5 und 6. Top, vor allen Dingen 6 habe ich unheimlich gern gespielt. Oder Indiana Jones 3. Loom, wem das was sagt. Oder auch SNES. SNES haben wir auch gezockt bis zum Umfallen. Super Mario Kart, das erste. Mit dem Game Boy, das allererste. Tetris, der allererste Game Boy. Ich habe ihn noch. Er funktioniert noch, das SNES auch. Ja, da unheimlich gespielt, ne? Unheimlich viel. Dann überlegen, was haben wir denn noch? Wenn wir eher so draußen waren, ja, da war die Natur meistens unser größter Spielplatz, Spielzeug, was auch immer. Haben wir halt im Sandkasten oder was weiß ich gebuddelt, haben halt mit den Fahrrädern sind wir durch die Gegend. Ich hatte sogar Rollschuhe, aber gut, laufen konnte ich nie. Ich konnte nicht wirklich Rollschuh laufen. Da gab es noch keine Inliner. Dann, was war denn noch? Was habe ich denn noch ganz gern? Gesellschaftsspiele. Ich habe schon immer auf Gesellschaftsspiele gestanden. Schon immer, mein Leben lang. Wir haben viel ohne Moos nichts losgespielt. Spiel des Wissens. Ach, wie sie alle hießen. Als ich 13 war, haben wir ständig Girl Talk gespielt. So viele Gesellschaftsspiele, also ohne Ende. Da haben wir jede Menge immer gespielt. U-Boot-Schlacht, 3D-U-Boot-Schlacht auf mehreren Ebenen. Das habe ich mit meinem Vater gern gespielt. Hase und Igel fand ich auch immer klasse. Ja, ist alles Mögliche halt, ne? Also am meisten war man halt, wenn man draußen war, da brauchte man nicht großartig Spielzeug, weil da haben wir immer irgendwas gemacht. Und wenn wir schwimmen gegangen sind, also die Luftmatratze, klar, die musste dabei sein, bist du einfach da reingesprungen und fertig. Da brauchtest du ja kein Spielzeug in dem Sinne. Aber wenn, dann haben wir auch mal Badminton gespielt. Oder Tischtennis. Ich habe unheimlich gerne Tischtennis gespielt früher. Alles Mögliche. Also da gab es so viel. Die Wasserpistole war im Sommer auch immer gern gesehen als Spielzeug. Aber wenn, dann schon richtig eine mit Tank auf dem Rücken und ne zum Zielen. Und dann ne konntest du... Das war gut. Das Blöde war nur, es lief hinten aus. War schlecht, wenn man kaltes Wasser genommen hat und es hinten dann einem den Rücken runtertropfte. Das war nicht so praktisch. Ansonsten, ich weiß noch, als ich ganz klein war, da hatte ich ein Planschbecken und da waren lauter Aufblasfiguren drin. Ein Goofy, eine Mickey Maus und was nicht alles und ein Ball. Und da konnte ich mich dann suchen unter all diesem komischen Spielzeug. Irgendwo da drin war ich dann schon. Sollte ich zumindest sein, war ich auch meist. Aber da musste so viel rein, da war gar kein Platz mehr für mich dann am Ende. Aber ansonsten, weitere Lieblingsspielzeuge weiß ich jetzt nicht. Also das sind, glaube ich, auch schon genügend. Lieblingsserie als Kind. Ich habe den... Wie ist der? Lila Launebären? Jeden Sonntag geguckt. Ich habe... Was habe ich noch ganz gern geguckt?
Ich habe zu der Zeit gar nicht so viel Fernsehen geguckt als Kind, muss ich sagen. Ich war ja meistens auf dem Campingplatz am Wochenende, da war dann halt immer Campingplatz. Man ist dann sonntags irgendwann wieder nach Hause gefahren. Und im Winter habe ich dann Lila Launeberg geguckt sonntags, weil dann fuhr man natürlich nicht raus. Und im Sommer war es dann wieder vergessen, weil dann war man auf dem Platz, da hatte man anderes zu tun. Da hat man also dann gar kein Fernsehen in dem Sinne geguckt. Und sonst unter der Woche, ja, wenn ich von der Schule kam, ist man eigentlich schon wieder gleich rausgeflitzt. Also da war man dann war ich noch im Sportverein und dann war ich mehr bei Freundinnen oder bei einer Freundin vor allen Dingen. Dann hat man da Barbies gespielt. Oh, seht ihr, Lieblingsspielzeug, Barbies damals. Ohne Frage. Schlümpfe, ebenfalls. Total vergessen. Playmobil. Ebenso. Nun denn. Und natürlich meine Bücher. Wobei, als ganz kleines Kind bis 13 waren die Bücher nur so bedingt. Ne? Das Einzige, was ich als Bücher richtig gern mochte zu der Zeit, waren Erzähl mir was. Erzähl mir was, alle Bände mit Heftchen und Kassette. Das war damals auch cool. Falsche Frage. Genau. Wir waren ja bei der Lieblingsserie. Die Schlümpfe habe ich gern geguckt. Schlümpfe, Zeichentrick. Glücksbärchen. Glücksbärchen mochte ich auch ganz gerne. Wobei, das waren eigentlich eher Filme. Wäre übrigens auch schon die nächste Frage, deine Lieblingsfilme. Da waren auf jeden Fall die Glücksbärchen mit dabei. Die Schlumpffilme, nicht die Serie, gab es ja auch. Pippi Langstrumpf. Pippi Langstrumpf mochte ich auch. Alf, als Lieblingsserie. Alf, darf ich nicht vergessen. Alf habe ich geliebt, auch als Hörspiel. Bibi Blocksberg und also und Carmen Benjamin Blümchen hat mich nie interessiert. Ich weiß gar nicht, ob es das da überhaupt gab. Ich glaube schon. Also mein Bruder hat es gehabt. Aber als ich klein war, hat mich das null interessiert. Auch Conny und Wendy und wie die ganzen Pferdedinger hießen, haben mich nie eingefangen. Alf hat es geschafft. Alf hat mich eingefangen. Komisch. Weitere Lieblingsfilme. Lieblingsfilme. Ja, Pippi Langstrumpf. Das war's. Diesen ganzen Michel-Kram und wie es alle hieß und Kinder von Büllerbü und was weiß ich. Auch nicht mein Fall. Auch nichts für mich. Lieblingsfilme, so direkt kann ich mich wenig erinnern, muss ich gestehen. Wenig. Weiß ich jetzt ehrlich nicht. Lieblingsrituale. Lieblingsrituale, mein Gott. Was gab es denn für Lieblingsrituale? Rituale. Gab es überhaupt welche? Ja, es gab ein Ritual. Und zwar war es damals so, als meine Urgroßmutter noch lebte. Da war es so, dass jeden Freitag die Familie sich bei ihr traf. Und meine Urgroßmutter deckte dann Brötchen und Mett. Und ich glaube, es gab auch Fleischsalat und was nicht alles, keine Ahnung ist. Also es wurde dann bei meiner Urgroßmutter trafen sich alle und dann wurde da gegessen. Da kamen meine Großeltern hoch. Meine Eltern sind rübergegangen. Die wohnte ja neben uns, meine Urgroßmutter. Und dann sind wir rüber, Onkel und Tante waren auch noch da und ich weiß gar nicht, wer alles da war. Ich kann mich da wirklich wenig dran erinnern. Ich habe nur so Bilder, die aufblitzen im Kopf. Denn woran ich mich am meisten erinnere, ist, dass ich mein Brötchen geschmiert bekam. Und dann nahm ich meinen Teller und ging zurück in unsere Wohnung und setzte mich dort in die Stube. Denn zu der Zeit lief Hallo Spencer. Was wieder eine Lieblingsserie von mir war. Das war nämlich immer freitags. Und habe dann in Ruhe Hallo Spencer geguckt. Und wenn das vorbei war, bin ich wieder rüber zu den Erwachsenen. Und habe jeden Freitag dann mein Mettbrötchen bei Hallo Spencer da essend, guckend verbracht. Allein in der Stube. Mein Bruder hat nämlich zu der Zeit noch nicht, bin ich der Meinung, gelebt. Nee, zu der Zeit noch nicht. Nein, der war noch nicht geplant, glaube ich. Vielleicht geplant schon, das weiß ich nicht. Aber er war noch nicht unterwegs. Und später war er dann, als er, wo es dann weiterging, war er zu klein, um mit rüberzukommen. Und dann konnte Oma auch kein Essen mehr machen, dann war sie zu krank. Das könnte ich sagen, wäre eins meiner Lieblingsrituale. Anderes Lieblingsritual, da war ich auch sehr klein. Ich hatte dann immer im Bett meiner Eltern geschlafen. Ich bin aus meinem Bett immer aufgestanden. Da war mein Bruder auch noch nicht auf der Welt, also ich war noch sehr klein. Und bin dann immer ins Schlafzimmer meiner Eltern, weil das lag gleich davor. Und bin dann immer Besucherritze, ne, geklettert. Und meine Mutter hat zu der Zeit nachts gearbeitet. Und ich bin immer wach geworden, wenn sie nach Hause kam. Sie kam dann irgendwann nach der Nachtschicht nach Hause. Und da hat sie
dann sich abgeschminkt. Und da hatte sie gekellnert zu der Zeit und ja, dann war sie natürlich zurechtgemacht und so weiter und so fort. Und ja, dann hat sie sich immer in die Küche gestellt, weil wir hatten ja kein Badezimmer. Wir hatten ja nur die Küche. Und ich habe dann auf dem Hocker Platz genommen, ich bin aus dem Bett raus. Conny, ganz klein, weg, rüber in die Küche, setz mich auf den Hocker und guckte meiner Mutter zu, wie die sich mit Nivea-Creme dann das Augen-Make-up abgenommen hat und sich dann fertig gemacht hat. Und dann hat sie mich geschnappt und ist mit mir ins Bettchen. Und dann habe ich da in der Besucherritze wieder gepennt. Das wären jetzt so zwei Rituale, die so bei mir hängen geblieben sind. Prägnante Erinnerung. Was eigentlich jetzt auch schon. Irgendwie. Könnte man jetzt auch schon sagen. Prägnante Erinnerung. Tja, eine prägnante Erinnerung. Aus der Kindheit, eine prägnante Erinnerung. Ich kann mich gut daran erinnern, wie mein Bruder geboren wurde. Wie stolz mein Vater da zu der Zeit war. Da kann ich mich gut daran erinnern. Ich kann mich gut daran erinnern, wie ich also was für mich jetzt im Nachhinein prägnant ist, wohl eher. Meine Urgroßmutter hatte einen Schlaganfall und war dann pflegebedürftig. Und ich habe wenig Erinnerungen aus der Zeit, wo sie krank war, obwohl ich es eigentlich total mitbekommen habe. Ich weiß noch, wie sie auf dem Sofa lag. Ich weiß noch, wie sie immer geklingelt hat. Ich weiß auch noch, wie sie wohl mal aus dem Bett gefallen ist. Das habe ich nicht mitgekriegt, sondern nur, dass sie danach ins Krankenhaus musste. Und als ich wach wurde, habe ich sie gesucht, weil man mir sagte, sie wäre weg. Und dann habe ich sie gesucht. Das weiß ich noch. Und ich weiß, dass sie dann ausgezogen ist ins Heim. Und da war sie nicht lange. Sie war nicht lange im Heim. Aber ich weiß noch, dass mir mitgeteilt wurde, dass sie verstorben ist. Ich hatte sie noch einmal im Heim gesehen und das war für mich noch sehr befremdlich. Das war für mich eher irritierend als irgendwie noch, dass das meine Großmutter ist. Und wie mir dann mitgeteilt wurde, dass meine Urgroßmutter gestorben ist. Da war ich 11. Ungefähr. Fast 11. 10, 11, irgendwie sowas. Ja, ich war kurz vor dem 11. Lebensjahr. Also kurz vor dem 11. Geburtstag war es. Und diese kurze Zeit, die paar Monate, wo sie dann im Heim war und die Zeit, wie sie vorher krank war, wie das mir als Kind Abstand gegeben hat zu den Gefühlen zu meiner Großmutter, finde ich im Nachhinein sehr prägnant, dass Kinder da mit dem Tod doch einiges besser umgehen als wie so mancher Erwachsener. Wahrscheinlich, weil sie die Bedeutung noch nicht so haben. Ich habe mich in dem Moment als Kind selber gewundert, warum ich so wenig in dem Moment empfinde. Irgendwie seltsam, weiß ich nicht. Kam erst längere Zeit später dann, dass ich wirklich, weil sie war vorher schon weg. Vielleicht lag es einfach daran, dass sie vorher im Heim war und vorher schon weg war, dass ich die Trauer im Endeffekt als Kind vielleicht schon abgeschlossen hatte. Weiß ich nicht. Ja, das war der Kindheitstag. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Ein paar Einblicke in meine Kindheit. Und ich würde mich freuen, wenn einer von euch vielleicht auch Lust hat, mitzumachen. Ihr seid mal einfach so alle getaggt, ne? Wer möchte, der macht. Würde mich freuen und wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss!